Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir befinden uns noch in der Festung Ebonfalke, die wir noch weiter erkunden müssen, um die Felder der Verwüstung dann abschließen zu können. Und wir haben hier auch direkt neben uns noch ein Herzchen, da können wir direkt mal mit anfangen. Trainiert mit den Soldaten, tötet Skrit und helft bei der Reparatur beschädigter Ausrüstung. Klingt ja jetzt mal nicht so schwer, hoffe ich. Gehen mich. Da beschädigte Geschütztürme. Einfach reparieren. Sehr gut. Vorhut-Rekrutin, was ist mit dir los? Was sagt ihr dazu? Wollt ihr tanzen? Okay. Kämpfen wir jetzt hier? Gehen wir noch irgendwo hin? Was? Den hatte ich verdient. Ihr seid gut. Den hatte ich verdient. Machen wir jetzt was? Oder? Ach, da unten prügelt sich auch jemand. Gut, das war jetzt nicht sehr erfolgreich. Da haben wir noch einen beschädigten Geschützturm. Sehr gut. Hier ist eine Tür. Guten Tag. Guten Tag. Erzählt keinem von diesem Ort und was ihr gesehen habt. Okay. Wir haben von euch gehört, Skoxy. Geht hinein, aber verratet niemanden, dass ihr im Inneren gesehen habt. Geheimnisse muss man schließlich hüten. Ja, ich bin vom Orden der Gerüchte. Ich weiß das. Wo sind wir hier? Es ist ein Ort, der uns allen offen steht. Unsere erste Zuflucht wurde zu riskant, als die gefallenen Engel die Kaserne einnahmen. Wären wir geblieben, hätten wir entdeckt werden können. Aber ihr gebt euch für die Vorhut aus. Sie werden euch früher oder später auf die Schlacht kommen und Stiche kommen und aufdecken. Unsere Leute in der Vorhut werden diesen Ort geheim halten. So oder so. Außerdem haben wir einen zweiten Eingang für nichtmenschliche Agenten. So bleibt die Sache diskret. Ach, du bist auch eine Kollegin. Wo sind wir hier? Eine kleine Gerüchtestation. Alles klar. Gut, das erklärt natürlich alles. Hier ist noch ein Buch. Ja, guck mal, haben wir ein kleines Basislager hier. Wir wären wahrscheinlich, wenn wir nicht im Orden der Gerüchte... Oder? Wären wir trotzdem hier reingekommen? Weiß es nicht. Eine versteckte Tür führt nach hinten in das Hügelland. Okay, gehen wir mal durch. Wird man teleportiert? Gut, das ist ja spannend. Im Herz hat das jetzt aber nicht groß weitergebracht. Das ist blöd. Da sind wir wieder im Herzchenbereich. Wo haben wir denn noch was? Da hinten sehe ich noch beschädigte. Da unten beschädigte Sachen. Nehmen wir uns doch mal die Türme vor. So. So. Den noch. Den. Und dann gucken wir mal, ob wir noch jemanden zum Kämpfen finden. Wobei, hier drin gibt es auch noch Türme. Und die besagten Skrit, die wir besiegen sollen. Alles klar. Nein! So. Es tut mir leid, aber... Das ist mein Job. Und dann war das hier keine Banditenhöhle, an die ich mich erinnert habe, sondern eine Skrit-Höhle. Ich wusste, hier ist eine Höhle mit Gegnern. Machen wir die doch mal schnell kaputt. Oh, wie durchsuchen? Bin ich schon wieder? Ich bin schon wieder voll. Ach, Leutchens. Ist das schlimm mit mir? Gib mir doch alles hier, bitte. Danke. Ich habe wieder erfolgreich aufgeräumt, wie man merkt. Ich schäme mich auch nur ein bisschen. Den Skrit noch. Dann haben wir davor noch ein Donnertürmchen. Guten Tag. Ein Zeugwerfer. Das ist ja die beste Beschreibung überhaupt. Zeugwerfer. Detaillierter ging es nicht. Dich noch. Dich noch. Haben wir es dann? Oh, er greift direkt an. Bist du denn ein Flaschenwerfer? Na,
aber ich glaube, das reicht noch nicht. Ne. Dann nehmen wir noch den nächsten Zeugwerfer. Und was für Zeug wirfst du denn so? Erklär doch mal. Okay, hier geht's wieder raus, aber das ist wahrscheinlich das Herz. Ja, das Herz zu Ende. Also müssen wir wieder in die Höhle rein. Guten Tag, Sammler. Und damit haben wir das Herz fertig. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Die Freundlichkeit der Fremden. Hunderte strömen täglich durch das Asura-Portal, aber nur wenige verhalten sich so selbstlos wie ihr. Ihr hattet keinerlei Veranlassung, der Ebon-Vorhut zu helfen, aber als ihr saht, dass wir euch brauchten, da habt ihr euch für uns stark gemacht. Danke, dass ihr die Bürde, die unsere Stadt zu tragen hat, etwas leichter gemacht habt. Ich hoffe, andere werden eurem Beispiel folgen. Solltet ihr diesen Pfad weitergehen wollen, sprecht mit Wachposten Bricken draußen vor den Falkentoren oder mit Leutnant Briggins beim verlorenen Haufen. Okay, Kommandeur Varalyn. Varalyn, Varalyn, wie auch immer. Gut, was haben wir jetzt hier noch? Hier haben wir ein paar Händler. Hier haben wir ein paar Handwerksstationen. Hier sind auch ein paar Spieler unterwegs. Dann drehen wir hier mal weiter die Runde. Hier ist auch ein nächstes Herz, aber wir nehmen erst hier die Wegmarke mit. Dankeschön. Hatten wir da noch was? Nee, aber hier ist halt der Weg zu dem Portal. Da vorne geht es nach Götterfels. Aber da wollen wir jetzt natürlich nicht hin. In der Mitte befindet sich das Herz. Entfernt die Propaganda der Separatisten, überzeugt ihre Sympathisanten von ihren Irrtümern und Irrtümern, geht von Tür zu Tür, um Separatistenverstecke zu finden. Okay. Fangen wir hier mit dem Plakat doch mal an. So, abgerissen ist nicht. Haben wir Bücher. Separatisten, Sympathisant. Bleib doch mal stehen. Hat unseren Krieg nicht durchlitten. Die Separatisten haben recht. Kein Vertrag. Weder jetzt noch später. Ja, die Separatisten möchten halt oder sind dagegen, dass Menschen und Char Frieden geschlossen haben und sind eher so, nee, das muss so bleiben. Separatisten sind die einzigen, die etwas für uns tun. Die Königin ganz bestimmt nicht. Die Katz buckelt vor diesen Tieren, die unsere Freunde und Familien umgebracht haben. Greifen sie nicht auch alle an, die ihnen widersprechen? Einschließlich andere Menschen? Nun ja, sie versuchen uns zu beschützen. Sie versuchen dafür zu sorgen, dass wir hier draußen eine Zukunft haben. Ja klar, indem sie jeden in Ebonfalke terrorisieren. Ihr nennt das hier sicher? Auf lange Sicht heißt das doch nur, dass wir anstatt von den Char von denen bedroht werden. Kein Vertrag, weder jetzt noch später. Ja, so habe ich das noch nie gesehen. Also darüber muss ich erst nachdenken. Macht das, passt auf euch auf. Ja, da haben wir noch ein Plakat. Warte, wir rennen da doch noch einmal ganz hoch, denn da ist eine Sehenswürdigkeit. Schwimps. Oh, und noch ein Plakat und eine Tür. Oh, wir können hier den Gang noch abklappern. Ferne, was mit dir? Du bist ein Bürger, der schläft mitten auf der Straße. Dächtige Tür. Mal anklopfen. Oh, guten Tag. Nee, so nicht. Tschüss. Wenigstens Waren, das ist schön. Da haben wir noch ein Plakat. Ich glaube, es gab auch einen Erfolg. Wenn man alle Plakate hier in der Stadt abreißt. Ich meine, da wäre was gewesen. So, da ist noch eine Tür. Guten Tag, ist jemand zu Hause? Natürlich ist jemand zu Hause. Hören Sie mal auf hier mit Ihrem Gedöns. So, hi. Wir brauchen keine stinkenden Abkommen. Die Separatisten haben recht.
Wenn wir den Vertrag unterschreiben, verraten wir unser Erbe. Ist doch schon längst unterschrieben. Da war dieser Kerl. Der hat gesagt, dass wir die Char mit Leichtigkeit auslöschen können. Mit links, versteht ihr? Ich weiß nicht, warum wir überhaupt mit diesem Krieg aufgehört haben. Seltsam. Hatte dieser Kerl einen Plan, wie man mit den Char fertig werden könnte? Und er hat gesagt, es wäre kinderleicht. Ich könnte einfach so zur Delegation der Char gehen und ihnen die Kehlen durchschneiden. Hört sich das für euch vernünftig an? Dieser Kerl hat versucht, euch zu einem Meuchelmörder zu machen, um den Krieg aufs Neue zu entfachen. Bei Cormiers Augen, wie konnte ich nur so blind sein? Er hat mir einen ausgegeben und noch einen und hat gesagt, ich wäre ein Patriot und ein Held und so. Bei den Göttern, fast wäre darauf hin hereingefallen. Ja, schon gut. Geh einfach, ist okay. Geh halt einfach. Er war so schockiert über diese Einsicht, dass er einfach gehen musste. Da haben wir noch eine Plakat. Hier kann man Kulturwaffen kaufen. Die Ebon-Waffen, die finde ich eigentlich sehr schön. Ich glaube, ich habe auch alle. Also wer schöne Waffen sucht, hier für ein bisschen Karma kann man sich echt tolle Waffen aussuchen. Der Fokus ist auch ganz cool. Dieser Kugel da drin. Oder der Bogen, warte mal, der Langbogen war auch schön. Den habe ich auch eine ganze Weile lang benutzt. Das sind schöne Waffen. Ich weiß gar nicht, was hattet ihr denn hier noch? Auch, aber ach so, genau, auch die Skins, aber nur mit einem Level niedriger. Also wenn man einfach nur die Skins haben will, geht man hier zu Rang 1, die sind günstiger. Und wenn man direkt mit Werten will, dann kann man natürlich auch die teureren nehmen. So. Da haben wir noch eine Tür. Und das war's dann auch schon. Dich müssen wir leider trotzdem noch umbringen, bevor du hier die Leute noch nervst. Sehr gut. Königin Jenna hat in ihrer Weisheit vorausgesehen, dass Ebon Falke in dieser Übergangsperiode in unserem Verhältnis zu den Char Hilfe brauchen würde. Aber ich wage zu behaupten, nicht einmal unsere Königin hätte erwartet, dass diese Hilfe von jemandem wie euch kommen würde. Jemanden, der nicht hier lebt und dennoch den Schaden erkennt, den eine Vernachlässigung dieser sozialen Spannung verursachen könnte. Ich glaube fest daran, dass unsere Taten belohnt werden sollten. Und so hoffe ich, dass ihr dieses kleine Dank schön von mir im Namen der gefallenen Engel annimmt. Makaila, gefallener Engel. Gut. Sehr schön. Haben wir hier ein bisschen geholfen, den Streit zu schlichten. Dann haben wir noch die Wegmarke. Ich glaube, dann haben wir auch alles in Ebon Falke erkundet. Nee, in der Mitte der Punkt fehlt noch. Und dann können wir hier raus die Stadt verlassen. Wie kommen wir jetzt in die Mitte? Hier lang. Da geht's runter. In die Mitte. Dann Gedenktafeln. Wahrscheinlich für die ganzen Gefallenen. Wir können die können wir lesen. Für die Mannen, die uns alle bewachten, hoch auf den Mauern, nach ihren Trachten. Ja, das sind die, die hier im Krieg alle gefallen sind. Für die wurde ein Denkmal errichtet. Meint ihr, dass die Char nach dem Vertrag abziehen? Oh, da haben wir ein, warte mal. Das ist ein Beherrschungspunkt. Das ist ein Beherrschungspunkt. Okay, wo kommt der denn hin? Ja, hin. Und das kann aber auch sein, dass das durch die aktuelle lebendige Geschichte. Ich glaube, da kommt man hier rein in eine Schlacht. So viel verrate ich mal. Da gab es jetzt mehrere die letzten Wochen, immer mal wieder. Und in jeder konnte man sich einen Beherrschungspunkt holen. Ich denke mal, hier wird auch eine stattfinden, die ich noch nicht gemacht habe. So, dem Punkt haben wir das Falkentor. Das ist schon beeindruckend. Es ist schon
Ja, ist schon cool. Könnte. Hallo, nein, geh doch mal weg. Ich will mir das Tor angucken. So. Es ist riesig, ne? Das erinnert mich immer an hier diesen Durchgang bei der Herr der Ringe mit diesen zwei riesigen Statuen. Das ist schon cool. Wir laufen mal den Weg weiter runter, der ein bisschen kaputt gebombt ist von den Char damals noch. Und dann, ach guck mal, hallo Trillia. Kopfgeld, Gilden-Event, sehr schön. Ich habe Trillia gefunden. Karte, genau, ich wollte auf die Karte gucken, jetzt hat mich Trillia voll abgelenkt. Ich weiß, dass hier noch was ist. Also laufen wir hier mal einmal rüber. Wir haben ja nicht mehr viel, ne? Aber ich glaube, in der Folge wird das ein bisschen knapselig. Da haben wir auch schon direkt das Herz. Bekämpft die Abtrünnigen und Separatisten in der Gegend und zerstört ihre Ausrüstung. Entschärft alle noch nicht explodierten Granaten. Ja, hier ist doch direkt schon eine. Ich fliege doch sicher wieder in die Luft. Warte mal, vorsichtig. Alles klar. Einfach wieder mal hochheben. Da ist noch eine Landmine. Hier haben wir Raptor. Da haben wir ein fettes Viech. Den ich nicht alleine angreifen möchte. Aber das Herz ist da. Das ist blöd. Ich wollte doch erst in die Richtung hier. Genau. Ach ja, da oben war ein Aussichtspunkt. Da müssen wir wieder hoch. Moment. Momentchen. Mal durch die Leuchtkäferchen hier. Sind hier oben nämlich lang. Das hier oder noch höher? Oh, schummeln. Ah. Geschafft. Yay. Aussichtspunkt. Oh ja, mit schönem Blick nochmal über dieses Tor. Ja, schon beeindruckend, ne? Diese zwei Adler, die ihre Flügel halt, ne, so darunter hängen. Ich frage mich nur, wie dieses Tor geschlossen wird, weil wenn die Invasion der Char kam, das war ja ein offener Durchgang, so einfach, ja, kommt rein. Aber hätte man das auch zumachen können? Bisschen doof, ne? Beseitigt alle Raubtiere und Separatisten aus der Nähe von Thylas Biwak. Jetzt haben wir einen verdächtigen Busch, den wir direkt mal angrabbeln können. Für einen Wolf. Oh, Wölfe sind eigentlich voll süß, ne? Ich möchte die umbringen. Es tut mir leid. Hallo Dorfbewohnerin, steh mal schnell auf, dann kümmere ich mich da um die Separatisten. Den Göttern sei Dank, dass ihr da seid. So, was macht ihr denn hier? Versteckt? Aua. Aua, das tat weh. Blute. Ist nicht nett. Hier ist auch noch eine Wegmarke. Busch. Wolf. Okay. Es kommt da angegeiert. Ein Greif. Kriegen wir doch mit Sicherheit hier schnell hin. Verdächtiger Busch. Oh, da haben wir die Wegmarke im Vorbeilaufen. Sehr schön. Warum Wolf? Hier sind aber viele Wölfe. Nein, ein Bogenschütze am Boden. Steh mal schnell auf. Hier ist eine Greifenecke. Ich glaube, ihr zählt aber auch. Ich habe bei dem Greif eben nicht drauf geachtet. Müssen wir jetzt mal eben drauf achten, ob der Greif auch zählt. Ja. Gut, da. Gut. Nehmen wir dich doch auch mit. Sehr schön. Haben wir hinten noch irgendwo ein? Ja, natürlich. Hallo. Und noch ein und noch ein und noch ein. Oh Gott, die haben hier, guck mal, die haben hier die ganzen Schilder von den Kriegern und so hier, die gefallen sind, mal eben als Behausungsmaterial benutzt. Ihr seid ja gut drauf. Ist ja unglaublich. Ey, schubst mich nicht. Wie, du bist schon wieder am Boden. Was ist denn los mit dir, junge Frau?
Dann bekämpfen wir jetzt erst den Greifen, dann helfe ich dir nochmal. Hier, steh mal wieder auf. Lauf doch nicht allein hier in die Greifennische. Bist ja auch doof. Da, jetzt bitte am Leben bleiben, ja? Das wäre schön. Geh am besten zurück ins Dorf. Noch ein Busch. Mit Sicherheit noch ein Wolf. Das sollte dann auch der letzte sein. Oh ne, ein Separatist. Haha. Gefunden und besiegt. Soldaten und Reisende. Ich kann es nicht fassen, dass ich den Tag noch erlebe, an dem die Falkentore für immer geöffnet wurden. Okay, man konnte sie anscheinend schließen. Und doch bin ich jetzt hier und überwache ein Lager außerhalb der Welle von Ebonfalke. Unsere Nähe macht uns zu einem beliebten Ziel für die Bewohner von Ebonfalke, obwohl die Wildnis tödliche Gefahren bringt, wie ihr am eigenen Leib erfahren habt. Vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt, diese Gefahr zu bannen. Leutnant Tyler. Oder Tyler. Tyler klingt irgendwie besser. Und da habt ihr... Ich weiß zwar nicht, warum das hier ein beliebtes Reiseziel sein soll, aber gut. Pass mal auf. Was Guten Tag. Ich habe so ein bisschen Schrott. Den können wir doch schon mal loswerden. So. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Weiter geht es. Ja, am Rand entlang. Das ist nämlich die untere Ecke. Die Festung. Was decken wir jetzt hier noch Schönes auf? Oh, hier geht es wieder in den Brandsturmbereich. Mit Gebrandmarkten. Guten Tag. Da oben haben wir eine Wegmarke. Ich meine, hier wäre auch noch ein Herzchen. Irgendwas mit Elektro. Guten Tag. Nehme ich nochmal durch. Wegmarke haben wir. Gewittert. Das klingt nicht schön. Wie hier sonst nichts? Doch hier. Aktiviert Kondensatoren. Pumpt Wasser an den Wasserentnahmestellen und vernichtet alle gebrandmarkten Kreaturen, die Experimente stören können. Gut, hier haben wir jetzt gerade keinen Gegner, aber hier ist eine Pumpe. Haben wir aktiviert. Da, genau, diese gebrandmarkten Luftelemente heran. Die kann ich mich noch erinnern hier. Okay, ich hatte die wesentlich stärker in Erinnerung. Aber ich glaube, ich war hier auch erkunden, da war ich noch nicht Level 80. So. Ey. Das haben wir. Ich habe, glaube ich, aus diesen Säulen neue Luftelementare rausgeholt. Wie laufst du jetzt weg oder was? Bleibst du wohl... Ja, dann nicht. Dann nicht. Dann geh halt. Dann geh halt. War ich dann 1 Millimeter zu weit aus seinem Aggro-Radius. Und dann, auch wenn man sie wieder angreift... Laufen die erstmal wieder zu ihrem Punkt. Jetzt warte ich kurz, ob hier einer spawnt. Ja. Okay. Der nächste, bitte. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir aus dem Herzchenbereich rauslaufen, aber wir laufen ja direkt auf das Herz drauf zu. Aber auch ein bisschen langwierig. Oh, mal wieder eine Truhe. Ich hätte gerne einen Schlüssel. Schlüssel wird mir mehr bringen. Oder ist nichts drin? Okay. Gut. Da haben wir noch einen Experimentalkondensator. Und noch Brandmarkten. Kommt da auch was raus? Ja. Ja, komm mir schon mal entgegen. Ein gebrandmarkter Erdelementar ist auch interessante Kombination.
Aber bevor wir da jetzt weiterlaufen, möchte ich hier den Punkt noch. Ihr seid Libia. Oder haben wir noch eine Wasserstelle? Ihr seid auch lieb. Einmal pumpen. Einmal den Punkt holen. Warim holt Außenposten. Alles klar. Sollten wir das Herz gleich fertig haben. Und dann sind wir, glaube ich, auch einmal rum. Außen. Hallo, ist dann... Ist natürlich nichts drin. Mensch. Da nehmen wir dich. Guten Tag. Guten Tag, Mensch. Oder das, was von einem Menschen übrig geblieben ist. Ist hier in der Ecke noch was? Ja. Sollte es auch der letzte sein? Ja, sehr schön. Eine Lehrstunde der Zerstörung. Ihr habt uns sehr geholfen, hier für etwas Stabilität zu sorgen. Wir fühlen uns unserem Dienst verpflichtet und es ist eine Erleichterung, jemanden zu treffen, der das wirklich versteht. Eines Tages werden wir euch vielleicht erneut um eure Hilfe bitten. Fürs Erste könntet ihr eine Gruppe Schildwächter in der Flammenkampfsteppe helfen. Weidmannsheil, Krage, Erzfinder. Ja, in die Flammenkampfstätte kommen wir ja auch noch. Hier haben wir... noch einen unentdeckten Bereich. Eine Heldenherausforderung. Gut, dass wir das noch gesehen haben. Steinhaufen. In dieser stillen Grotte liegt ungestört ein Steinhaufen. Pflanzen wachsen aus den Spalten und Insekten spazieren auf den Steinen umher. Die Steine untersuchen. Jemand hat die Steine mit großer Sorgfalt und Respekt aufgestellt. Es sieht aus wie ein Mahnmal für einen lang verstorbenen Abenteurer. Ja, und ich glaube, ich weiß auch noch genau... Ja, nicht genau wer oder was, aber ist Inhalt eines Buches. Und zwar, dass nicht das erste Buch... Oder war es das erste Buch? Doch, ich glaube, es war das erste Buch. Genau, mit den Geistern von Ascalon. Da ist eine Truppe von Abenteurern, die reisen halt hier durch, weil sie halt nach Ascalon müssen. Wer es noch nicht gelesen hat... Ich spoiler jetzt nicht allzu groß, aber die reisen halt von Götterfels hierher und bahnen sich dann ihren Weg durch gefährliche Gebiete nach Ascalon halt. Zur Zeit noch, als der Krieg war, ja, und da haben sie jemanden verloren. Und ich glaube, das war hier die Stelle, wo diese Person dann begraben wurde. Also die Bücher kann ich euch echt ans Herz legen. Die sind schön. Die machen Spaß zu lesen. Gut, dann sind wir jetzt einmal außen rum. Bei der Wegmarke waren wir nämlich schon. Wir gucken mal auf die Karte. Jetzt haben wir hier in der Mitte noch ein bisschen. Drei Herzen. Vier Wegmarken, ein Aussichtspunkt. Noch ganz viele von den Sehenswürdigkeiten. Na, ich glaube nicht, dass wir das in dieser Folge noch schaffen werden. Aber in der nächsten Folge können wir dann das Gebiet hier abschließen. Kommen wir da mit Sicherheit nicht rüber gehüpft. Schnell! Nee, nicht ganz. Was ist denn das hier? Gruppenevent, Scheiterhaufen. Holz für Scheiterhaufen gesammelt, okay. Okay. Habe ich keine Zeit für. Macht ihr mal. Wir müssen Map-Erkundung machen. Ich will endlich zur lebendigen Welt kommen. Ich will wieder Story machen. Maps erkunden ist so... Oh. Es zieht sich jetzt zum Ende hin, muss ich gestehen. Selbst für mich. Ich hoffe, für euch ist es trotzdem noch interessant, aber
Map-Erkundung muss halt auch sein, ne? Und man hatte, wie gesagt, damals, nachdem man die Hauptstory abgeschlossen hat, war das so der Content, der einem geboten wurde, erstmal die Karte erkunden. Da geht's noch weiter runter zu einem Herz. Wo auch schön von hier hinten, das Falkentor da. Oh, schön. Bekämpft die... Achso, das hatten wir ja schon. Die Abtrünnigen, Separatisten und hier mit Ex-Landminen und Dingen und vorsichtig. So. Gut, dann machen wir das Herzchen jetzt. Gebiet ist nicht sehr groß, ne? Wenn man bedenkt, wir sind jetzt schon wieder unten am unteren Rand angekommen. Ein paar Gegner wären schön, dann ist es einfacher. Hallo, ist hier jemand? Haben wir noch Mörsergranate? Au! Oh, das tat weh. Ich steh auf. Komm schon. Da haben wir Tja-Abtrünnige. Ja, die Tja-Abtrünnigen sind genauso wie die Separatisten. Die wollen nicht, dass hier der Krieg endet. Warum auch immer. Die sollen doch froh sein, dass das Waffenstillstand. Die haben sich geeinigt. Die Tja können hier ihr Land behalten. Bei mir... RL ist gerade Weltuntergang. Ich war gerade am Stürmen und Regnen. Voll gegen das Fenster geprasselt hier. Haben mich voll erschrocken. Nee, aber die sollten sich doch eigentlich freuen, dass jetzt hier mal Ruhe einkehrt. Aber nein. Muss weiter Ärger gemacht werden, sich weiter geprügelt werden. Es gibt andere Stellen zum Prügeln. Wir haben ein paar Altdrachen, die getötet werden müssen. Da könnt ihr eure Aggressionen auslassen. War doch nicht... Ich dachte, wir können wegdutschen. War doch nicht hier mit... Ach, das Kindergarten ist das. Das ist einfach Kindergarten. Sich an so alten Geschichten festklammern und aufreiben. Aber gut. Wenn sie meinen. So, lassen wir uns nochmal durch die Luft fliegen. Hey! Wenn man nicht so ewig da noch liegen würde. Ich meine, ich könnte klar hier die Ausweichrolle nutzen. Aber die ist nicht wieder ready, bis wir die nächsten Mörser kaputt machen. Und dann liegen wir ja trotzdem wieder. Ja, komm auf mich zu, das finde ich gut. Spüre meine Dolche, bevor ich überhaupt da bin. Komm, wir gucken mal, was wir hier stehlen können von dem. Oh, unsichtbar. Ja, gut. Ich weiß nicht, ich finde diese Stehlen-Mechanik, das ist manchmal so... Pff, ja, muss nicht, ne? Weiß, das ist die Klassenfertigkeit, aber irgendwie... Für mich unnütz. Also im PvP und im WvW kann ich mir das gut vorstellen, dass die sehr effektiv ist, sehr nützlich ist, aber so im PvE-Bereich sehe ich nicht. So, seid gegrüßt. So viel ich weiß, laufen die Gespräche auf Gipfelspitze gut. Die Separatisten und die Abtrünnigen geben sich immer noch alle Mühe, für Ärger zu sorgen. Aber wir konnten sie an unserer Front in Schach halten. Natürlich wäre das ohne eure Stärke und Findigkeit in der Belagerungsebene niemals möglich gewesen. Ich hoffe, dass dieser Brief euch bei bester Gesundheit antrifft und dass euer Erfolg hier euch anspornt, in gleicher Manier weiterzumachen. Leutnant Marell. Gut. Gut, gut. Ja, aber ich würde sagen, wir sind dann am Ende angekommen. Die restlichen Sachen von dieser Karte erkunden wir dann in der nächsten Folge und dann geht es wieder zurück in die Flammenkampfsteppe, wo wir ja schon so ein kleines Stückchen erkundet hatten. Und dann, ja, machen wir die Map fertig und dann haben wir, glaube ich, noch zwei oder drei vor uns und dann sind wir endlich fertig. Und dann geht's los mit der lebendigen Welt. Juhu! Ach, da freue ich mich drauf, das wird schön. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssalü!